So, und eine kurze Mikroprobe. Ist das in Ordnung so? Ja. Gut. Dann grüße Sie sehr herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich sehe, auch Kinder sind da. Herzlich willkommen zu einem echten Hochschulvortrag. Ich habe 30 Minuten Zeit und werde sehr pünktlich enden müssen. Also fange ich auch gleich an und gehe ins Programm. Mein Name ist Hildegund Sünderhaus. Ich bin seit 19 Jahren Professorin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und forsche seit 10 Jahren zum Thema Wechselmodell, was in Österreich Doppelresidenz genannt wird, in der Schweiz alternierende Obhut und neu in Deutschland auch geteilte Betreuung. Die Rechtsprechung nennt es immer Wechselmodell und ich habe mein Buch auch Wechselmodell genannt und deswegen ist das der Ausdruck, den ich meistens benutze, obwohl es letztendlich ganz unerheblich ist, wie man es nennt. Es geht immer um dieselben Gedanken und Überlegungen. Folgendes möchte ich in jeweils 3 Minuten anreferieren. Eine Definition, was ist das überhaupt, ein Wechselmodell, wovon sprechen wir, warum ist das plötzlich so ein Mu, warum wird darüber so viel gesprochen und auch gestritten, was sie da empfindet, was kann die psychologische Forschung zu den Vor- und Nachteilen oder auch den notwendigen Rahmenbedingungen eines Wechselmodells sagen, wie ist die rechtliche Lage in Deutschland aktuell, ein paar praktische Fragen, insbesondere zum Wechselturnus möchte ich sagen und einen kleinen Ausblick geben. Es gibt verschiedene Betreuungsmodelle, wenn Eltern nicht mehr zusammenleben, die ich hier abgelegt habe. Das herkömmliche Betreuungsmodell nennt man Residenzmodell. Die Kinder wohnen bei einem Elternteil, das ist meistens die Mutter, und besuchen den anderen Elternteil, das ist meistens der Vater. Es gibt natürlich auch Familien, wo es umgekehrt gehandhabt wird. Diese Besuche sind meistens am Wochenende und in den Ferien und das hat Bedeutung, zu der Schule noch kommen. Im Wechselmodell oder Doppelresidenz wohnen die Kinder abwechselnd bei Mutter und Vater und zwar ungefähr gleich lang. Zu einer genauen Definition komme ich gleich noch am nächsten Punkt. Das Nestmodell ist weniger bekannt, aber ein sehr interessantes Betreuungsmodell. Es ist ähnlich wie das Wechselmodell. Die Eltern betreuen die Kinder abwechselnd, aber nicht die Kinder wechseln von einem Elternhaus ins andere Elternhaus, sondern sie bleiben in der bisherigen Elternwohnung oder im Haus wohnen und die Eltern kommen hinein und betreuen sie dort abwechselnd. Das hat den Vorteil, dass die Kinder nicht ihre Sachen packen müssen und umziehen, hat aber den Nachteil, dass die Eltern jeweils für die Zeit, die sie nicht betreuen, eine andere Bleibe brauchen. Wenn es darum ginge, dass sie dann zum Beispiel jeder noch eine Wohnung mieten, dann ist das Ganze mit relativ hohen Kosten verbunden. Es gibt aber häufig Nestmodelle, wo ein Elternteil oder beide neue Partner haben, bei denen sie dann die Zeit verbringen, die sie nicht im Nest sind oder Nestmodelle, die als Übergangslösung praktiziert werden, wenn man sagt, wir machen das jetzt mal, bis wir wissen, wie es weitergeht. Ja? Oder wir machen das noch ein halbes Jahr, dann hat das Kind Abitur, dann verkauft das Haus und teilen es auseinander. Aber bis dahin betreuen wir ein Nestmodell. Also das gibt es immer mal wieder. Ein weiteres Betreuungsmodell nennt sich Free Access. Freie Betreuungswahl. Das Kind betreut, entscheidet jeweils spontan selbst, ob es bei der Mutter oder beim Vater sein will. Das ist aus der anti-autoritären Gedankenwelt entsprungen. Geht nur, wenn Mutter und Vater so nah beieinander wohnen, dass das Kind auch tatsächlich autonom zur Mutter oder zum Vater gehen kann. Und ist nichts, was ernsthaft propagiert wird für jüngere Kinder. Tatsächlich ist es aber etwas, was bei älteren Kindern, die so 15, 16, 17 sind, ganz oft teilweise jedenfalls gehandhabt wird, weil die nicht einfach selber sagen, ob sie Wochenende hier sind oder da, je nachdem, wo eben welche Dinge anstehen. Also die sind dann doch wieder nicht so abwegig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Kinder nur bei einem Elternteil leben und mit dem anderen überhaupt keinen Kontakt haben oder eben nur sehr selten. Was ich jetzt alles ausführen will, geht zum Thema Wechselmodell. Die Definition besteht aus 3 wesentlichen Aspekten. Die Zeit, das Zuhause-Sein und die Verantwortung. Häufig wird das Wechselmodell auf die Zeitfrage reduziert, das ist aber eine Verkürzung. Halbe-halbe ist ein Ideal, das häufig propagiert wird, das auch gelebt wird. Es kann aber auch sein, dass ein Wechselmodell die Kinder 60 zu 40% oder 70 zu 30% betreut werden.
Der wesentliche Unterschied ist dann, dass sie bei beiden Eltern Alltag und Freizeit verbringen. Weil das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn ein Elternteil, ich sage jetzt meistens der Vater, weil es sind meistens die Väter, wenn der seine Kinder nur noch am Wochenende sieht, dann bekommt er nicht mehr mit, was sie im Kindergarten oder in der Schule erleben. Umgekehrt bekommen die Kinder wenig mit, was Papa in der Arbeit macht, was er so, was weiß ich, für Hobbys unter der Woche hat oder wie sein Alltagsleben aussieht. Und das führt häufig zu einer gewissen Verflachung dieser Beziehung, weil immer nur in den Zoo gehen und ins Kino und Pizza essen ist auf die Dauer langweilig. Wenn jetzt zum Beispiel das Kind eine Woche beim einen Elternteil ist und danach zwei Wochen beim anderen Elternteil, dann wäre das zwar nicht paritätisch, aber es wäre trotzdem eine gesamte Woche, die das Kind mit dem weniger betreuenden Elternteil verbringt und würde ihm so die Gelegenheit geben, eben an diesem Alltag zu partizipieren. Hier ist eine Quelle für viele Missverständnisse. Die Rechtsprechung in Deutschland, wenn sie vom Wechselmodell spricht, meint damit halbe-halbe. Die sozialwissenschaftliche Forschung meint in der Regel ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel mindestens. Da muss man halt mal gucken, worüber man gerade spricht, um nicht aneinander vorbeizureden. Ein zentraler Punkt ist die Idee, dass die Kinder zwei Zuhause haben, ein gleichwertiges Zuhause bei Mutter und Vater, dass Eltern sich die praktische Verantwortung, die rechtliche Verantwortung und die pädagogische Verantwortung für ihr Kind teilen. Diese Idee, Elternschaft auf Augenhöhe fortzusetzen, ist eine der ganz zentralen, die einen Unterschied für das Miteinander der Eltern nach der Trennung mit sich bringt. Warum ist das Wechselmodell so ein aktuelles Thema? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, die ich hier abgebildet habe. Zunächst einmal ein soziologischer Grund, ein ganz zentraler der Rollenwandel. Väter verstehen sich heute anders, als das in meiner Generation war, als das in ihrer Generation war. Damals haben die Väter sehr selbstverständlich die Rolle des Familienernährers übernommen und die Mütter sehr selbstverständlich, wenn kleine Kinder kamen, die Rolle der Hausfrau übernommen. Vielleicht für immer, vielleicht auch vorübergehend, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls war eine relativ deutliche Zuordnung, Kinder gehören zur Mutter und das hat sich deutlich gewandelt und zwar auf beiden Seiten. Väter wollen mehr Verantwortung für ihre Kinder tragen und tun das auch. Und Frauen wollen selbstverständlicher auch erwerbstätig sein, beruflich sich verwirklichen und eben nicht nur Hausfrau sein. Und wenn früher ein Elternpaar mit Alleinverdiener und Hausfrau sich getrennt hat, wenn die sich haben scheiden lassen, war es ganz klar, dass die Frau sich weiter um die Kinder kümmert und der Mann weiter das Geld verdient. Da hat sich gar nichts geändert, nur dass sie nicht mehr zusammengelebt haben. Wenn heute eine Mutter und ein Vater relativ gleichberechtigt Familienarbeit machen und erwerbstätig sind, dann ist es für sie eine seltsame Rolle rückwärts in eine Rollenaufteilung, die sie nie haben wollten, wenn sie ins Residenzmodell gehen nach einer Trennung. Oder mit anderen Worten, gleichberechtigte Elternschaft setzt sich konsequent auch in einer geteilten Betreuung nach Trennung und Scheidung fort. Es gibt einen rechtlichen Grund. 2008 wurde der Betreuungsunterhalt reduziert, es gab eine Gesetzesänderung, es gibt weniger Unterhalt für betreuende Eltern, insbesondere trifft das betreuende Mütter, eigentlich nur noch die ersten drei Lebensjahre. Und das führt dazu, dass Frauen vermehrt erwerbstätig sein müssen, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn sie das machen und nebenher ganz überwiegend für die Kinderbetreuung verantwortlich sind, dann ist das sehr anstrengend und häufig auch Ursachen für eine Forderung nach mehr Partizipation der Väter an der Kinderbetreuung zur eigenen Entlastung. Das führt zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass das ein großes und wichtiges Thema ist. Das wissen Sie, das muss ich nicht erwähnen. Eltern merken, dass für beide die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter zu verwirklichen ist nach einer Trennung, wenn sie sich die Kinderbetreuung auf die eine oder andere Art und Weise teilen. Schließlich kann ein Grund sein, dass ein Sorgerechtsstreit Angst macht und das tut es auch meiner Ansicht nach zu Recht. Das ist eine sehr belastende Situation für Eltern, Kinder. Es kostet Geld, es kostet Nerven, es führt häufig zu Eskalationen, die die Beziehung der Eltern langfristig belasten oder gar zerstören. Wenn man sich das ersparen kann und dafür einen Kompromiss sucht in Form eines Wechselmodells, dann kann das tatsächlich für die Familie auch ein großer Vorteil sein. Im Übrigen ist es so, früher gab es nicht so viele Sorgerechtsstreitigkeiten, weil klar, die Kinder bleiben bei der Mutter. Wenn heute in einer Familie
zwei berufstätige Eltern waren, die vielleicht sogar noch einen ähnlichen Beruf haben, und beide haben sich um die Kinder gekümmert, dann kann keiner voraussagen, wie das Gericht letztendlich entscheiden wird. Selbst die erfahrensten Anwältinnen und Anwälte können das nicht voraussagen, weil es letztendlich auch keinen vernünftigen Anhaltspunkt dafür gibt, welcher Elternteil nun irgendwie bevorzugt werden sollte, was dann dazu führt, dass häufig absurde Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben werden, um herauszufinden, welcher von diesen zwei tollen Eltern jetzt der bessere Elternteil sei, was natürlich nicht gerade zur Deeskalation beiträgt. Und schließlich, und das steht nicht umsonst an oberster Stelle, ich glaube, es ist einer der Hauptgründe, warum das Wechselmodell so boomt, die Sorgen um das Kindeswohl. Eltern, die sich trennen, ich glaube, alle Eltern, die sich trennen, haben irgendwann mal den Gedanken, wie können wir unsere Kinder möglichst unverletzt, möglichst unbescholten, möglichst glücklich durch dieses Drama hindurch begleiten. Was können wir machen, dass sie möglichst wenig davon verbleiben? Das überlegen sich, glaube ich, wirklich alle Eltern. Und wir haben jetzt eine Generation von Eltern, wo es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die vielleicht selber als Kind schon die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern erlebt haben. Das war eine Generation zuvor noch nicht so der Fall. Und da gibt es wirklich auch sehr viele Mütter und Väter, die sagen, so wie das meine Eltern gemacht haben, das war nicht gut. Und das möchte ich nicht fortsetzen und das möchte ich meinem Kind nicht zumuten. Und ich möchte gerne einen anderen Weg beschreiben. Und dieser Weg kann dann eben der Versuch eines Wechselmodells sein. Ein weiterer Grund ist ein rechtspolitischer. Es gibt vom Europarat eine Resolution aus 2015, der allen Mitgliedstaaten empfiehlt, Shared Parenting im Sinne von einem Wechselmodell als gesetzliches Leitbild zu etablieren. Das ist in Deutschland noch nicht geschehen. Das liegt an den politischen Verhältnissen und daran, dass gerade vielleicht auch nicht so eine Reformfreude in der Politik zu sehen ist, weil sie mehr beschäftigt sind, ihre Koalition zusammenzuhalten. Aber das steht eigentlich noch an und das müssen wir auch immer wieder anmahnen. In dieser Resolution wird außerdem die Stärkung von Mediation und vermehrte Einsetzung von Mediation gefordert, sowie interdisziplinäre Fortbildungen für Richterinnen und Richter, die verpflichtend sind. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das ist für viele gar nicht vorstellbar. Es gibt keine Verpflichtung für Familienrichter, sich irgendwie fortzubilden. Das hat was mit der Freiheit des Richters zu tun. Aber das kann, muss nicht, und das kann natürlich dazu führen, dass da jemand sitzt und einen Sorgerechtsstreit entscheiden muss, der bis vor 3 Wochen noch mit Baurechtssachen befasst war und von Kindererziehung keine Ahnung hat. Insofern ist das eine gute und wichtige Forderung. Es gibt natürlich auch ganz tolle Richterinnen und Richter, die das auch schon seit vielen Monaten, seit vielen Jahren machen und die sich auf eigene Kosten sogar fortbilden und auch die Angebote, die es gibt, wahrnehmen und die hier eine sehr gute Arbeit machen, aber es ist nicht gesetzlich implementiert. Ich möchte, ja, jetzt zum schwierigsten Punkt, in 3 Minuten lässt sich das natürlich nicht abhandeln. Psychologische Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Wechselmodellbetreuung auf Eltern und Kindern gibt es sehr viele. Es gibt zunächst einmal allgemeine Erkenntnisse der Scheidungsfolgenforschung, die jetzt noch gar nichts mit Wechselmodell oder Residenzmodell zu tun hat. Und diese Erkenntnisse sind, dass es für Kinder im Rahmen von Trennung und Scheidung und von Konflikten zwischen den Eltern 4 Punkte gibt, unter denen sie besonders leiden, sogenannte Stressoren, das sind Dinge, die Kinder bedrücken und die ihnen Schwierigkeiten bereiten. Das sind zum einen Konflikte und Streit zwischen den Eltern. Das ist der Bindungsverlust, wenn ein Elternteil aus dem Alltag oder ganz aus dem Leben verschwindet. Das kann die Belastung oder Überbelastung des alleinerziehenden Elternteils sein und sozioökonomische Probleme. Denn Sie wissen alle, dass alleinerziehende Eltern häufig eher finanzielle Probleme haben. Und wenn man erwerbstätig sein muss und Kinder alleine betreut, dann ist das, wie ich vorhin schon sagte, auch sehr belastend. Und das kann zu einer Überlastung führen. Und dann haben die Kinder mitunter ein doppeltes Problem. Den einen Elternteil haben sie verloren, weil er nicht mehr da ist, weil er weggezogen ist. Und den anderen Elternteil haben sie nicht verfügbar, nicht seelisch verfügbar, weil der mit Hausarbeit und Erwerbstätigkeit und seinen Problemen so beschäftigt ist. Auf der anderen Seite gibt es nun Ressourcen für Kinder, die ihnen helfen, eine Trennung und Scheidung gut zu überstehen. Es gibt ein sehr berühmtes Buch von einem Schweizer Kinderarzt, das heißt Glückliche Scheidungskinder. Und er legt ganz überzeugend dar, ja, dass an sich nicht die Trennung der Elternbeziehung das Problem für Kinder ist, sondern dass man versuchen kann, durch bestimmte Angebote und Kompensationen trotzdem
ihnen das, die Möglichkeit einer glücklichen Kindheit zu eröffnen. Und dazu gehört, dass die emotionale Bindung an beide Eltern erhalten bleibt, dass sie entsprechend ein Angebot bekommen zum Verständnis für das, was zwischen den Eltern passiert, dass sie praktisch geholfen bekommen und unterstützt werden und dass die Nachtrennungsfamilie sozioökonomisch gut gefördert, unterstützt und gut dasteht. Und jetzt komme ich zu den wechselmodellspezifischen Forschungen. Es gibt ungefähr 60 veröffentlichte empirische Studien zwischen 1977 und heute. Ich muss jetzt sehr, sehr verallgemeinern und vergröbern und zusammenfassen. Es wird meistens verglichen, eine Wechselmodellbetreuung mit einer Single Care, einer alleinerziehenden Betreuung. Manchmal wird differenziert mit Kontakt zum anderen Elternteil oder ohne, manchmal auch nicht. Das macht das etwas holzschnittsartig. Man kann aber ganz sicher sagen, dass überwiegend positive Ergebnisse beim Wechselmodell sich zeigen. Was ich das Wichtigste finde, da gibt es mehrere Forschungsstudien aus den Niederlanden, aus den USA, aus Kanada, aus Australien, ganz viele auch aus Schweden, dass gesagt wird, die Kinder haben eine engere Bindung an Mutter und Vater, an beide Eltern, ebenso eng wie bei zusammenlebenden Familien, wenn sie in der Nachtrennungsfamilie eben durch den regelmäßigen, gleichmäßigen Kontakt die Bindung zu beiden Eltern behalten können und nicht auf einen Wochenendkontakt reduziert werden. Und das ist eigentlich, finde ich, das zentrale Argument und auch das Wichtigste, worum es gehen kann in der ganzen Diskussion. Die Kinder haben insgesamt bessere psychologische Anpassungswerte. Die Eltern und die Kinder sind zufriedener mit ihrem Familienleben. Es gibt sehr viele Befragungen, zum Beispiel aus Schweden, wo 150.000 Schulkinder befragt werden über ihre Lebenszufriedenheit und über ihre Schulzufriedenheit. Und da ist ganz deutlich, und das kann man bei immer großen Stichproben schon nicht mehr als Zufall deuten, dass die Kinder zufriedener sind, wenn sie den engen, aufgeschlossenen Kontakt zu beiden Eltern haben. Sie sind mit ihrem Leben allgemein zufriedener und auch mit der Schule, und sie sind signifikant seltener Mobbingopfer in der Schule. Auch da gibt es offensichtlich Zusammenhänge. Insgesamt haben Wechselmodellfamilien einen höheren sozioökonomischen Status. Das bedeutet, die Eltern verdienen insgesamt mehr Geld. Und hier gibt es natürlich Wechselwirkungen. Einerseits können beide Eltern vielleicht eher erwerbstätig sein und die Gesamtfamilie kann so mehr erwirtschaften. Andererseits sind es auch die besser verdienenden Eltern, die sich überhaupt so ein Modell leisten können und auf die Idee kommen, es zu praktizieren. Es setzt nämlich voraus, dass man zum Beispiel eine gewisse Flexibilität in der Arbeitszeit hat. Und wenn man irgendwo Schicht arbeitet, dann hat man, gut, das ist vielleicht sogar noch relativ flexibel, aber wenn Sie es im Einzelhandel arbeiten und sind da einfach 8 Stunden am Tag, dann ist das eben sehr unflexibel. Und wenn Sie wenig verdienen, dann können Sie auch nicht sagen, ich arbeite jetzt mal die nächsten 2 Jahre nur noch 70%, wenn 100% kaum zum Überleben reichen. Also insofern gibt es da Selbstselektionseffekte. Es sind schon von sich aus die eher etwas wohlhabenderen Schichten, die ein Wechselmodell praktizieren. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr auch gerichtlich Angeordnete, die ohne Rücksicht auf finanzielle Rahmenbedingungen das verlangen, dass Eltern sich die Betreuung teilen. Ja. Die Kinder sind auch physisch gesünder, sie sind seltener krank. Sie haben beispielsweise, das ist eine australische Studie, deutlich seltener ADHS-Diagnosen als Kinder von alleinerziehenden Elternteilen. Sie zeigen weniger Risikoverhalten, damit ist gemeint Delinquenz, also Kinder werden straffällig, damit ist gemeint Rauchen, Trinken, Drogenkonsum, damit ist gemeint Gewalt mit Gleichaltrigen und dergleichen. Jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt, der auch in der Rechtsprechung sehr große Bedeutung hat. Die Frage, was ist denn, wenn die Eltern in hohes Konfliktniveau verstrickt sind, die streiten sich ständig, kann man dann trotzdem ein Wechselmodell praktizieren. Und es gibt einige Studien, die sagen, ja, selbst in hochkonflikthaften Situationen kann es Kindern im Wechselmodell besser gehen als im Präzedenzmodell. Beziehungsweise wir wissen dann häufig nicht, warum geht es den Kindern schlecht. Hat das was mit dem Betreuungsmodell zu tun oder liegt es eben doch daran, dass die Eltern einfach permanent in Konflikte verstrickt sind und die Kinder damit hineinziehen? Also wenn man
einen Rat allgemein Trennungseltern geben kann, dann immer versucht, auch Konflikte erstens so gering wie möglich zu halten, so fair wie möglich zu lösen und das Ganze optimalerweise so gut es geht von den Kindern fernzuhalten. Und das Gegenteil, was wirklich sehr schlecht ist für Kinder, dass man sich hineinzieht, wenn man sie noch zu Zeugen macht und noch ihre Parteinahme fordert. Man muss nicht super gut sich verstehen als Trennungseltern. Natürlich gibt es Paare, die haben sich einfach auseinandergelebt und können gut Freunde bleiben und die haben dann keine Sorge. Aber es gibt Eltern, die mit großer Enttäuschung und Wut und Verzweiflung auseinandergehen und sich wirklich nicht mehr mögen. Das ist aber unschädlich. Irgendwie müssen sie Eltern bleiben, ja, da kommen sie nicht heraus. Und das ist im Residenzmodell nicht einfacher, sondern eher schwerer, weil das Residenzmodell eben zu so einem Machtgefälle führt, was diese Elternbeziehung nach der Trennung eher ungünstig beeinflusst. Es ist natürlich schwieriger, man muss gucken, wie man die Kommunikation möglichst neutral organisiert, ja, dass man sich nicht jedes Mal in die Haare kommt über irgendwas, dass man vielleicht auch schriftlich sich austauscht per E-Mail oder dergleichen. Eltern mit hohem Konfliktniveau brauchen starke Vorgaben, starre Regeln, einen festen Betreuungsplan, wo nicht diskutiert wird, wo einfach klar ist, Montagmorgen um 8 ist der Übergang und fertig. Das Sexmodell kann auch gegen den Willen eines Elternteils zum Wohle des Kindes sein. Sehr häufig ist ein Elternteil nicht überzeugt. Da könnte ich jetzt noch sehr viel ausführen, dafür fehlt leider die Zeit. Die, die am Anfang nicht überzeugt sind, heißt noch lange nicht, dass die nicht nach einem Jahr erkennen, dass das auch Vorteile für sie hat, nämlich dass sie mal kinderfreie Zeit haben. Umgekehrt gibt es welche, die sehr begeistert ein Wechselmodell anfangen und nach einem Jahr relativ enttäuscht sind, weil sie merken, es ist doch mühsam. Ja, also diese ursprüngliche Haltung, die Eltern im Moment der Trennung an den Tag legen, hat nicht unbedingt etwas mit der Prognose zu tun, wie es denen in 2, 3 Jahren mit einem Betreuungsmodell geht. Ich zitiere hier einen australischen Psychologen, beziehungsweise ein Team, das ist Sylvan Weston, die sagen, das Sexmodell ist das Rolls-Royce-Modell für Elternschaft nach einer Trennung. Man muss es aber hinkriegen und es hat dafür bestimmte Voraussetzungen. Bevor ich zu den praktischen Voraussetzungen komme, noch ein paar Sätze zum Recht. Es ist im Moment nicht im Gesetz vorgesehen, dass Eltern eine wechselnde Betreuung praktizieren könnten. Trotzdem können sie das jederzeit vereinbaren. Eltern steht es völlig frei, ihre Kinder zu betreuen, solange sie sich einig sind und das Kindeswohl nicht gefährdet ist, sonst kommt es in Betreuung wohl eher nicht vor, können sie das machen, wie sie wollen. Letztendlich wird das Gericht erst involviert, wenn sie sich streiten. Der BGH hat 2017 entschieden, dass Gerichte ein Wechselmodell anordnen können, auch wenn ein Elternteil das nicht möchte. Meistens wird dies als Umgangsrechtsregelung angeordnet, seltener als Sorgerechtsstreit. Das sind jetzt rechtsdogmatische Feinheiten, mit denen ich Sie nicht weiter konfrontieren will. Und häufig wechseln Gerichte asymmetrische Betreuungszeiten an, ja, dass das Kind zum Beispiel 5 Tage beim einen ist und dann 8 Tage beim anderen und so weiter. Und nicht symmetrische Betreuungszeiten, das heißt wirklich 7 zu 7 Tagen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass davon die Höhe oder überhaupt der Kindesunterhalt abhängt. Im Moment ist es so, wenn ein Elternteil weniger betreut, ist er unterhaltspflichtig. Wenn sie gleich betreuen, kann es sein, dass die Unterhaltspflicht entfällt. Sie entfällt nicht immer, wenn einer deutlich mehr verdient als der andere, dann muss trotzdem Unterhalt bezahlt werden, auch wenn genau halbe halbe betreut wird. Aber häufig gibt es eben wirtschaftliche Gründe, dass ein Elternteil etwas mehr betreuen möchte und das Gericht das dann oft auch unterstützt, damit er Unterhalt bekommt. So. Ich möchte noch etwas zu den Wechseln sagen. Ich merke, dass die Zeit leider viel zu schnell vorangeht. Und zwar werde ich erstmal etwas zur Häufigkeit der Wechsel sagen. Grundsätzlich wechseln Kinder im Residenzmodell ja auch. Das finde ich eine sehr wichtige Grundüberlegung. Sie wechseln auch zwischen 2 Wohnungen, sie wechseln nur anders. Sie wechseln am Wochenende. Das ist 4-mal in der Woche. Nur 2 Wochenendbesuche, 4 Wechsel. Wenn sie noch unter der Woche einen Kontakt mit dem Elternteil haben, dann kommen da aber nochmal 2 Wechsel dazu, dann haben sie unter Umständen schon 12 Wechsel. Und das ist kein Wechselmodell, das ist ein Residenzmodell. Das finde ich ein wichtiges Bild, weil oft gesagt wird, ob es für Kinder nicht belastend wäre, so viel zu wechseln. Aber hier wechseln sie, wie gesagt, auch.
Und es muss jedes Mal klappen und die Eltern müssen zuverlässig sein und müssen die Tasche wieder einpacken und es geht holen und bringen und es muss funktionieren. Wenn Sie jetzt einen wöchentlichen Wechsel haben, haben Sie auch nur 4 Wechsel. Mit dem Unterschied, dass eben zwischen jedem Wechsel gleich viel Zeit ist. Nämlich eine Woche, wo man ankommen kann, was erlebt, seine Woche teilt und dann wieder geht. Man kann es auch seltener wechseln, den 14-tägigen Wechsel. Vorhin wurde ich von einer Kollegin angesprochen, die jemand kennt, der täglich wechselt. Das kann man machen, wie man will. Das hat Vorteile, das hat Nachteile, da muss man sich mit auseinandersetzen. Wie man wechselt, hängt am Alter des Kindes, was sie wollen, wie die Eltern noch arbeiten können, wie weit sie voneinander entfernt wohnen und so weiter. Eine Bedingung dafür, dass ein Wechselmodell gut funktionieren kann, ist, dass die Eltern so nah beieinander wohnen, dass die Kinder von beiden Eltern aus dahin kommen können, wo sie hin müssen, also in die Schule. Was ein zumutbarer Schulweg ist, darüber kann man sich streiten. Ja, wenn man auf dem Land wohnt, da fahren viele Kinder eine Stunde zur Schule und die Eltern finden das völlig in Ordnung, weil das machen ganz viele Kinder. In der Stadt würde man sagen, um Gottes Willen, das arme Kind, eine Stunde geht nicht. Geht schon, muss man sich überlegen. Es gibt dann so eine Tabelle, die man ungefähr empfiehlt, die Wechsel zu organisieren. Das ändert sich nach dem Alter des Kindes. Ganz kleine Kinder sollen häufiger wechseln, größere Kinder seltener wechseln. Das hängt einfach damit zusammen, dass für kleine Kinder gerade dieser 14-tägige Wochenendskontakt viel zu lang auseinander ist. Ja, das sind 10 oder 12 Tage dazwischen. Das ist eine so lange Zeit, dass sie sich schon gar nicht mehr erinnern, was letztes Mal bei dem Lieblingselternteil los war. Ja. Wir brauchen einen anderen Umgang mit Kindern in und nach Trennung und Scheidung. Insbesondere denke ich, es braucht vermehrt Partizipation von Kindern an den Entscheidungen. Das ist in anderen Ländern auch ganz anders als in Deutschland. Es muss so werden, dass sich jeder schämt in Grund und Boden, der versucht, auf dem Rücken seines Kindes seinen Paarfrust auszugeben oder dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin irgendwie eins reinzuwirken, indem man ihm oder ihr die Kinder entfremdet. Das ist eine Sache, der muss man rechtlich begegnen, aber vor allen Dingen muss das in der Gesellschaft geächtet werden. Und ich sehe das in Deutschland nicht. Ich sehe, dass man auch irgendwie der Gewinner sein will. Und es gibt in diesem Verfahren aber keinen Gewinner. Wir brauchen eine rechtliche Reform. Ich wünsche mir, dass Shared Parenting im Sinne von geteilter Betreuung eine gesetzliche Favorisierung bekommt. Ob das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Eine Reform ist jedenfalls im Gange und das hängt jetzt unter anderem stark davon ab, wie die nächste Wahl ausgeht. Ich wünsche mir, dass alle Akteure in familiengerichtlichen Verfahren sich fortbilden, dass sie informiert sind über Vor- und Nachteile von geteilter Betreuung und dass sie genderneutral arbeiten. Das ist doch sehr häufig noch so, dass in den Köpfen auch der Fachkräfte eine gewisse Vorstellung von der Nachteilungsfamilie ist, die das Kind primär bei der Mutter sehen. Und das ist, ja, da muss man, glaube ich, auch ansetzen. Mediation kann ein wichtiger Weg sein. Ich wünsche mir professionelle Beratung für alle Eltern. Ich wünsche mir Mediationskostenhilfe statt Prozesskostenhilfe. Ich würde mir sogar wünschen, obligatorische Mediation. Das heißt, man kann gar nicht direkt zum Gericht rennen, sondern muss erst einmal Mediation versuchen. Aber da gibt es natürlich eine Streitbewirtschaftungsindustrie, die überhaupt kein Interesse daran hat, dass hier Mediation ausgebaut wird. Trotzdem bin ich ganz optimistisch und glaube, dass es dazu kommen wird. Kinder brauchen Mutter und Vater für ihre gesunde Entwicklung. Wir müssen nicht mehr den besseren Elternteil suchen. Wir können uns Tausende von psychologischen Sachverständigengutachten sparen. Wir müssen gucken, wie diese tollen, engagierten, liebevollen Eltern weiter im Leben ihres Kindes Relevanz haben können. Sie gehören nicht ihren Eltern. Wir begleiten die Kinder nur auf dem Weg durch die Kindheit. Und ich glaube, dass manchmal vielen Eltern, die in den Konflikten so hoch kämpfen, manchmal einfach wieder sagen, dass sie einen Schritt zurückgehen und sich das bewusst machen. Das war eine Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir werden es sehen. Das ist ein Magazin, das ich Ihnen sehr herzlich empfehle, wenn Sie zu dem Thema was lesen wollen. Sozialmagazin, das Heft vom Juni dieses Jahres. Kostet 15 Euro, kann man im Internet bestellen. Sind sehr wichtige und interessante Artikel rund um das Thema Trennung, Scheidung, Kinder drin. Und
Das sind meine beiden Bücher. Das eine gibt es schon. Das ist dieses hier von 2013 und das andere kommt Ende des Jahres oder im Januar heraus. Da können Sie sich einen Flyer mitnehmen, wenn Sie möchten, der Praxisratgeber zum Wechselmodell. Und das war's. Und ich bin durch in der Zeit und wir haben noch 2 Minuten, falls Sie eine Frage haben.